Ja, schönen guten Abend und willkommen zum Jetzt TV Live-Chat. Alles ist willkommen. Und gerne die ersten paar Momente ohne Worte. Natürliches Fließen, egal wie sie es im Körper ausdrückt und im Geist. Ja, in dieser Veranstaltung hat man ja die Möglichkeiten, Fragen zu stellen in den verschiedenen Chats, die offen sind. Und die Leute, die hier im Zoom sind, die können das auch durchaus per Mikro machen, gerne mit Handheben vorher. Und ich möchte ein paar einladende Worte und Schwingungen rauslassen. Ja, in diesem Rahmen, man sitzt so vor dem Bildschirm, einige von uns mit Kamera. Das kann alte Konditionierungen hochbringen, die was mit Stillsitzen zu tun haben. Und deswegen nochmal die Einladung, der Körper muss hier nicht angehalten sein. Keine einzige Körperregion muss was festhalten. Alles kann ganz gelöst sein. Ganz gelöst sein. Bauch ganz gelöst. Im Herzraum ganz gelöst, in den Füßen ganz gelöst und im Kopf auch ganz gelöst. Und Neugierde darf aufsteigen. Was macht der Körper, wenn ich nicht versuche, still zu sein? Wenn ich alle Konditionierungen zur Seite schiebe, die noch aus der Schulzeit und vielleicht noch früher stammen, man müsste irgendwie eine Haltung einnehmen. Wenn ich den Körper ganz loslasse, wenn ich die Teile entdecke in mir, die permanent halten im Körper. Und loslassen. Und loslassen. Zum Beispiel, was passiert mit den Füßen und mit den Beinen? Dann kann es nämlich sein, dass die plötzlich Lust haben, sich zu bewegen. Wer das merkt, kann das auch gerne ein bisschen unterstützen. Beine dürfen bewegt sein. Und dann kann es sein, dass nämlich hier ein Zittern entsteht oder ein Rumtollen und was weiß ich was. Das muss keine Veranstaltung werden mit so einer Haltung. Und wer noch neugieriger ist, da kann er nämlich nochmal tiefere, feinere Wachsamkeit aufleben lassen. Und dann kann man was entdecken, dass man manchmal meint, ja, in mir ist doch alles gelöst. Die Beine sind einfach ganz ruhig. Da gibt's, die wollen sich gar nicht bewegen. Und manchmal ist es tatsächlich so. Manchmal ist es aber so, dass man sich so an dieses
subtile Festhalten gewöhnt hat, auch ein Abschneiden von Lebensenergie, dass dann tatsächlich die Beine irgendwie ruhig wirken. Aber wehe dem, man kommt mal von außen und klopft ein bisschen oder irgendeine andere Anregung von außen, dann merkt man, dass das alles nicht stimmt. Also auch da nochmal die Einladung. Ich bin bereit, die Coolness, die ich vielleicht auch teilweise aufgesammelt habe, dieses ich bin ganz entspannt, aber doch im Sinne von festhalten, dass das gehen darf, sich lösen darf. Wenn man Glück hat, kommt dann eine Lebendigkeit in den Körper zurück, die sich im ersten Moment auch außen irgendwie in Bewegung ausdrücken möchte. Und dann, wenn sich das irgendwie so ein bisschen ausgependelt hat, dann kann es sein, dass es wieder ruhiger wird. Was dann aber für eine Ruhe kommt, hat eine andere Qualität als die zuvor. Die zuvor war eine Ruhe, da war angehalten, da ist Bemühung notwendig gewesen. Und diese Bemühung ist schon gar nicht mehr im Bewusstsein. Und dieser andere sich jetzt einstellen kann, ist wirkliches Loslassen und Ruhe. Es ist die Einladung, hier während der gesamten Veranstaltung, jederzeit laufen, springen, hüpfen. Und ruhig werden will, ruhig werden. Wenn man was verstehen will und man springt gerade rum, dann macht man einfach ein bisschen lauter. Und das Gleiche gilt aber auch für diese Gedanken, für die Bilderwelten, für das Kreiseln im Bewusstsein. Menschen, die sich sehr bemühen um Bewusstseinserweiterung, um Erwachen, manche davon haben eine Neigung, ein Missverständnis, zu einem Missverständnis. Das ist eigentlich ein ganz naheliegendes Missverständnis, das immer wieder auftritt. Wenn mir Menschen berichten, die ich als erwacht bezeichne, dass in ihrem Geist alles ganz still ist, wäre es nicht möglich, dadurch, dass ich meinen Geist still mache, das Gleiche zu erreichen wie die. Und ich habe es bewusst gesagt, still machen. Und dann ist genauso wie beim Körper diese Bemühung drin. Und es gibt kraftvolle Methoden, mit denen man sowas machen kann. Aber um es mal sehr plump zu vergleichen, ist so ein bisschen so, wie wenn ich einen Stecker beim Computer rausziehe. Ja, dann ist still. Aber es gibt auch eine Stille im Geist, die von alleine eintritt, als Nebenprodukt von beispielsweise einem ausbalancierten Leben, wo Körper, Geist, Emotionen, Herz, Seele, was es so alles gibt, miteinander schwingen, wenn Weite da sein darf, wenn das Kontinuum des menschlichen Seins ganz ausgekostet wird, tritt es von alleine ein. Und das ist so ähnlich wie im Körper. Diese Geistesstille kann man genießen, mit Ich oder ohne Ich. Es ist nicht diese angehaltene. Also auch hier, wenn der Geist sprudeln will, wenn die Bilderwelten dich überwältigen wollen, so what? Zulassen, zulassen, zulassen. Warum soll für den Geist was anderes gelten als für den Körper? Was manche Leute erleben, ist, dass dann so eine Art Wippen zum Beispiel entsteht, wie es jetzt bei mir so ein bisschen ist. Es ist nicht so ein Nicken, so.
Und das ist so ein Nicken, so ein, man wird bewegt von der Lebensvibration. So nenne ich das jetzt mal, ohne da jetzt irgendwelche speziellen Energienamen zu nennen. Und es ist was Schönes und man sich erfassen lässt von dem, was man dann vielleicht als göttlich oder sowas empfindet, dann muss nicht, aber manchmal kann es sein, dass es sich da so bewegen, wenn man mit das von bewegt. Und wer weiß, vielleicht sind so auch die verschiedenen Haltungen der Hingabe, des Hinwendens, des sich auf den Boden legens, die verschiedenen Gebetsformen, die man in verschiedenen Religionen hat, auch von beeinflusst worden. Um so Sachen dauerhaft zu lösen, ist aus meiner Erfahrung heraus natürlich gute Heilarbeit notwendig. Man kann es sozusagen mal so ganz kurz wegschieben, aber das sitzt fest. Also dieses, wer Haltung zeigt, wird ernster genommen. Und wer wie so ein Kasperl rumkappelt, geht es dann so was? Ach Gott, den nehme ich doch gar nicht für voll. Ja. Was weiß ich, mir fällt jetzt gerade Rap-Musik ein oder so. Und so oh, alles cool und so. Aber wenn man da genau hinschaut, merkt man, das ist gar nichts cool. Das ist angehalten, das ist aufgesetzt. Man verbietet sich zu lachen, man verbietet sich zu lächeln. Also es ist oft sind das alles aufgesetzte Sachen, weil diese Konditionierung ist, vielleicht in Männern mehr als in Frauen, weiß nicht. Wenn du Haltung bewahrst, wenn du eine distinguierte Haltung hast, dann wirst du in der Welt ernster genommen, bist erfolgreicher. Der Preis ist aber hoch. Diese Haltung, die kann sich wie festsetzen und bis man sie wieder abgeschüttelt hat, dauert es eine Weile. Also das mal so ein bisschen einleitend. Locker, 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 locker darf sein. Und wer mag, kann mal gerne die Hände aufs Herz legen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, so oder so. Oder so. Oder so. Ganz guter Punkt ist Höhe physisches Herz. Dann hier Schlüsselbeinregion und da ziemlich genau in der Mitte. Und sich drauf einlassen, auf die Berührung. Und wieder loslöst. Die Wärme spüren. Verbundenheit mit sich selbst, mit sich als kleines Ich, aber auch als Ganzes mit dem Ganzen, nur noch Ganzes, Verbundenheit selbst und noch nicht mal mehr das. Und wenn es ganz unpersönlich wird, kann trotz allem die Frage schwingen. Wer mag, kann die aufnehmen. Was ist es, was im Moment dein Herz begehrt? Darf das schwingen oder geht es uns da so ähnlich wie einleitend gesagt im Körper und im Geist? Wir neigen zu Unterdrückung. Wir neigen zu Festhaltung, Festhalten. Vielleicht darf unser Herz gar nicht mehr sprechen. Vielleicht haben wir, erlegen wir ein Missverständnis, dass wenn Wünsche in uns auftauchen, vor allen Dingen banale Wünsche, profane Wünsche,
wie ich möchte morgen einen richtig leckeren Salat essen, dass das irgendwas Ich-gebundenes sei und dies sei zu vermeiden. Denn auf dem Weg der Befreiung müssen alle Ich-Bedürfnisse weggelassen werden. Ich sag mal ganz frech, ich glaube, so hat es niemand gesagt. Aber leider kommt es oft zu dem Missverständnis und wird so abgespeichert. Und dann wird nicht nur der Körper angehalten und der Geist wird künstlich stillgemacht, sondern das Herz zieht sich zurück. Das, was ein ganz natürlich wäre, was ein Kind macht, sagen würde, Mama, ich möchte jetzt nach Hause gehen, das verbieten wir uns plötzlich. So gut ist. Also hier in dem Rahmen die Einladung. Es darf wieder sprudeln aus dem Herz raus. Und was begehrt dein Herz? Mal ohne die Angst, dass man dann irgendwie zu sehr in die Person zurückfällt. Oder man spräche ja dann nur aus dem Ich oder irgend so, sondern wirklich, was begehrt dein Herz? Tiefe Wünsche, oberflächliche Wünsche. Und damit muss erstmal gar nichts angestellt werden. Aber wenn das Herz wieder sprechen darf, ist das schön. Ganz losgelöst, nichts muss mehr festgehalten werden. Und aus diesem Raum raus ist die Einladung, zu tippen, zu sprechen oder nur mit sich selbst im Kreislauf zu sein. Aber mir wird gerade dies und jenes klar, das heißt ja noch lange nicht, dass ich das als Frage formulieren muss oder so. Und wenn der Impuls ist, was zu schreiben, dann gerne. Und wenn jemand sogar laut was sprechen möchte, dann kriegen wir das, glaube ich, auch hin, oder Kommentar? Das alles so berücksichtigen. Gut. Ja, es gibt schon eine Frage im Chat. Amina fragt, es fühlt sich so leer an in mir, das Leben kommt mir so sinnlos vor, weil mir die Erfüllung fehlt. Kannst du mir sagen, was das ist? Außer Körperempfindung finde ich nichts in mir. Liebe Grüße, Amina. Ich werde ein paar Sachen sagen und du, Amina, bist natürlich eingeladen, das genau in der Weise zu nehmen, wie es dir gerade passt. Als Worte, aber vielleicht auch als Schwingung. Das Erste, was ich einladen mag, ist das Vertrauen in deine eigene Weisheit sich zeigen darf, auch wenn die sich nicht sofort meldet. Und obwohl du die Frage scheinbar mir gestellt hast, dir den Raum zu geben, dass sie in deinem weiten, weiten Wesen schwingen darf. Und vielleicht kommen schon Gedanken und Antworten, bevor ich dazu komme. Also immer du trägst es auch in dir. Es ist gut, Fragen auszudrücken und vielleicht auch jemanden konkreten zu stellen. Gleichzeitig sich immer offen machen, offen halten. Vielleicht kommt ja auch was.
direkt aus mir dazu. Und das nächste mit der Leere ist, das klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen witzig, aber für mich gibt es viele verschiedene Arten von Leere. Und die du ansprichst, fühlt sich für mich so an, dass die kippen kann zu einer Fülle. In deiner Wahrnehmung. Und das wäre ein Versuch wert. Also wenn du magst, kannst du dich einfach mal, ja, wenn du sitzt, entspannter hinsetzen und wenn du liegst, entspannter liegen oder was immer du gerade machst. Und das einfach mal wirken lassen. Kann es sein, dass sich hinter dieser Leere erfüllende Fülle verbirgt? Und diese Frage einfach mal schwingen lassen. Und zu den Körperempfindungen, ob es da nicht auch welche gibt, die, wenn es auch nur so ein klein bisschen ist, so ein kleines bisschen, irgendwas haben, wo du deine Intuition dir sagen kann, das könnte der Anfang von Erfülltsein sein. Manchmal kann es Kribbeln sein oder so eine Ahnung, sehr feine Körperempfindung. Und wenn ja, dann dem Raum geben. Die kleinen, kleinen, kleinen Dinge. Mehr gibt es erstmal nicht dazu. Aber wir können ja, wenn du magst, so machen, dass wir das jetzt einfach mal so stehen lassen. Und wenn dir selbst eine Antwort gekommen ist oder eine Veränderung in deinem Befinden, dass du dich einfach in 10 Minuten nochmal meldest. Christopher fragt, was drückt Trauer in uns aus? Ist es Abschied? Ich möchte jetzt das nicht verallgemeinert sprechen. Was könnten die Ursachen von Trauer sein? Sondern mehr dich direkt einladen, wenn sie bei dir jetzt gerade ist, Trauer, auch wenn sie sich nur sanft zeigt. Wie wäre es, wenn die sich bewegen darf? Einnehmen darf.
wenn dann noch Neugierde da ist, die Erkenntnis zulassen, was ist die Ursache von der Trauer? Zu schauen, ob da noch die Neugierde da ist, das wirklich zu erfahren. Sorry, zu verstehen. Das heißt, unabhängig von der Frage, oder doch abhängig von der Frage, aber jetzt nicht mehr direkt auf dich bezogen. Ich kenne den Mechanismus in mir. Neulich habe ich so eine Art Wutanfall gehabt, zumindest ist so eine Wut aufgekommen, und dann kommt da so ein kleines Männchen, das fragt sich, warum habe ich jetzt Wut? Es gibt doch eigentlich gar keinen Anlass. Und dann kann auch die Frage da sein, ist da Weite genug, ist da Raum genug, dass die sich nicht einfach mal direkt ausdrücken darf, die Wut? Oder hat sich dummerweise der Analytiker wieder eingeschaltet, der alles verstehen will, der verstehen wolle, und damit einen Abstand geschaffen zwischen der Emotion und dem Erleben der Emotionen. Als ich das dann zugelassen habe, war sie plötzlich weg. Ich glaube, ich weiß bis heute noch nicht, warum. Wen kümmert es? Ich habe meistens eher zu viel Wut. Dann frage ich mich, warum ist denn mal keine Wut da? Traut man mir gar nicht zu, aber ist wirklich so. Könnte man, wenn du Lust hast, auch wieder kurz sagen, ist genug Weite da, dass der Beurteiler, denn das ist wirklich so ein kleines Männchen in dir, dass das angeblich zu viel Wut sei, dass der nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt und eher dieser Teil, und wenn ich von 24 Stunden am Tag 23 Wut spüre, okay. Okay. Und wenn da immer noch eine starke mentale Kraft ist, die das nicht mag, dann darf die auch noch zur Hilfe genommen werden. Haben nicht die weisen Menschen gesagt, Wut, und wenn sie auch nur ein bisschen zugelassen wird, wendet sich und wird Tatkraft, Ausgerichtetheit. Let's go. Hier gibt's viel zu tun. Ja, Gott, das sind doch schöne Zukunftsaussichten, da darf die Wut. Oder, das kann man noch hernehmen. Ja, wenn ich früher nicht so viel Wut gehabt habe und jetzt habe ich viel Wut, dann bedeutet das nicht, dass ich mich zurückentwickelt habe, sondern endlich kommt dieser ganze Wahnsinn und diese ganze Wut, wie wir Menschen hier leben, wie unmenschlich wir miteinander umgehen, was wir mit der Natur machen. Und wenn wir sagen, endlich darf das mal richtig hier raus. Yes, ich habe mich weiterentwickelt. Boah, nö, ich bin ruhig oder irgend sowas. Ne? Aber das sind eigentlich ja schon die zwei letzten Sachen, kleine Tricks. Das andere ist wirklich dieses, kann mehr Raum da sein, als den die kritischen Stimmen in mir beanspruchen, damit sich dieses Gesamtgeschehen austoben darf. Die Wut, die Kommentare dazu, sogar die unterdrückenden Kräfte oder die
die aufbauschenden Kräfte. Ich habe jetzt ein bisschen Wut und ich mache eine richtige Wut draus. Dann lass mich heute in Ruhe und mache einen Riesenbogen um mich. Ja, dass ich das mal so ausspielen darf. Das ist meine Erfahrung raus, ist da Raum gut. Raum. Viel, 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 viel energetischer Raum. Energetischer Raum, energetischer. Im Körper, um den Körper herum. Und wenn wir mal kurz bei der Wut bleiben, oh, ich muss jetzt nicht hier so einen Workshop über Gefühle machen, aber wenn wir mal kurz bei der Wut bleiben, das kann auch der letzte Deckel oder die letzte Verzerrung sein von dieser Lebenskraft, von der ich zu Anfang gesprochen habe, die bei vielen von uns, ich nehme mich gerne dazu, einfach so gedimmt ist und innerlich weiß man, dass eigentlich ein anderer Lebensausdruck aus einem raus will. Und das kann wütend machen. Man projiziert es dann vielleicht auf die Außenwelt, der Nachbar, die Politiker und so weiter und so fort. Aber oft ist es nur so ein Wissen, ich möchte aus dieser Zwangsjacke raus. Es soll das gelebt werden, was hier gelebt werden will. Und dann kann man auch Danke sagen, und die Wut weist einen darauf hin. Ja, ich beobachte das auch schon nach etliche Jahre, das weiß ich, vielleicht 12 Jahre oder so, aber hat sich trotzdem nichts geändert. Also ich bin schon, ich schlepp mich durch den Tag, muss man sagen. Also Lebenskraft ist da nicht wirklich aktiv, ne? Ja, aber wenn man das schon so lange angeguckt hat, irgendwann denke ich mir dann auch, ja, was soll ich jetzt noch machen, ne? Ist auch eine total verständliche Reaktion. Gute Heilarbeit fällt mir sofort wieder ein, Energiefreundlichkeit. Also das kann ich auch, sage ich immer, es gibt so viele gute Leute hier draußen, die was anbieten. Und was uns dann vielleicht noch fehlt, ist eine gute Intuition. Möchte ich mir Hilfe holen? Habe ich das Geld dafür, wenn es Geld kostet? Und zu wem gehe ich dann? Aber wir können uns nicht beschweren, dass es zu wenige gibt. Da muss man auch so ein bisschen gucken, sind da auch so ein bisschen Leute dabei, die viel versprechen und wenig kommt rum und so, klar. Ne? Also, das ist aber bei allen Sachen so. Aber gerade diese Sachen, wenn man das Gefühl hat, dass viele, viele Jahre man eine Sache mit sich rumschleppt und trotz viel Übung in Akzeptanz und in Zulassen, sich da nicht wesentlich was verändert hat. Das ist für mich immer so ein Punkt. Sich mal hinsetzen. Ich rede jetzt ganz allgemein, nicht nur zu dir, Corinna. Und sagen, jetzt gibt es hier mal mindestens 5 Minuten für dieses Wesen. Für mich, für dieses Wesen. Und hier schwingen lassen. Was soll ich tun? Was steht an, damit ich dieses Problem, das ich schon identifiziert habe, dass da, schick mir Bilder, lass irgendwas entstehen, gib mir ein Zeichen, würden vielleicht Indianer sagen. Und dann kann sein, dass plötzlich was auftaucht und man weiß, okay, ich muss dieses oder jenes Problem. Und es kann sein, dass es auch nicht funktioniert. Und das Zweite, was mir einfällt, ist diese Resignation, weiß nicht, ob du das so schon bei dir so nennen würdest. Wenn eine richtige Resignation ist, die kann auch total helfen. Give up. Ich gebe total ab. Ich mache nichts mehr. Und wenn die Resignation so ein bisschen halb wirkt, dann kann so eine Abgefucktheit raus werden. So, oh, wird ja eh nichts. Aber wenn die sozusagen tiefer sacken darf, dann. Und diese ganzen Versuche, rumzudoktern oder was zu verändern, dann kann es sein, dass es sich aus sich selbst heraus selbst befreit. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Und das bahnt sich natürlich von alleine den Weg, denn das Aufgeben kann man nicht machen in dem Sinne.
Man kann das sozusagen vielleicht ein bisschen auch sich inspirieren lassen und mitschwingen lassen, aber das stellt sich ja irgendwie sonst ein. Also ganz, ich möchte ja nicht so komisch indirekt rumsprechen, bloß weil es so, weil es öffentlich ist. Wenn du Lust hast, wir können einfach mal telefonieren dazu, einfach völlig unverbindlich und dann kann man da auch persönlicher reinspüren. Nur Ja, wenn du Lust hast. sehr gerne. Vielen Dank. Okay. Ja, selbstverständlich. Also das kann ich allgemein noch sagen, ich bin kontaktierbar. Man kann mich anmelden, man kann mit mir telefonieren und mein Spezialgebiet sind energetische Heilsitzungen. Das ist mein Spezialgebiet hier. Auch über die Ferne, also quasi so als Fernheilung. Ja, ist also seit 1, 2 Jahren fast ausschließlich über die Ferne. Ich habe sogar meinen kleinen Praxisraum aufgegeben und die wenigen Menschen, denen es noch sehr wichtig ist, sich direkt in Persona Präsenz zu treffen, besuche ich dann teilweise, fahre ich halt hin. Aber ansonsten geht es häufig über die Ferne sogar ein bisschen. Wenn es nach mir geht, Telefon reicht vollkommen. Und manche möchten halt gern noch zoomen, also Bild mit Video. Ist völlig in Ordnung. Und dann kann sich auch herausstellen, also manchmal ist es wichtig, den Körper des anderen oder diese vertrauenserweckende Schwingung nicht nur übers Telefon zu erahnen, sondern direkt neben sich zu spüren und so. Und in den Fällen muss es dann irgendwie passend gemacht werden, dass man sich sieht oder so. Aber ich glaube, ich gebe Sitzungen, wo man sich trifft, pro Jahr ein halbes Dutzend nur noch oder so, ein Dutzend. Der Rest ist alles. Ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm, wo du wohnst. In der Nähe von Karlsruhe. Ah ja. Und du? In der Nähe von Frankfurt. Also Na, Aschaffenburg jetzt mittlerweile. also das ist ein Katzensprung. Die 100 Kilometer. Ja, ich dachte, vielleicht interessiert es auch andere. Ja. Jetzt können wir noch mal als ganz konkretes Beispiel von dieser Unterdrückung, von der ich die ganze Zeit rede, nehmen. Mir, in diesem Wesen, gibt es ein unterdrückendes Element, dass man keine Eigenwerbung in so einem öffentlichen Raum machen darf. Das ist irre, ja, das ist total irre. Wenn es nämlich einfach im Flow so passiert, ist es das Schönste der Welt. Dann sagst du, lass uns treffen oder sowas, ne? Und das kann man so richtig schön sehen, wie das so nach und nach abgebaut wird, weil ich mir selber auch Sitzungen gebe. Ist zwar, also braucht manchmal ein Weilchen, aber gerade die Sachen können sich befreien. Vielleicht noch ein paar Worte zu all dem, was jetzt gerade schon gesprochen worden ist und gefragt worden ist. Und da wir jetzt ein bisschen über Energetik auch gesprochen haben. Wut oder in Anführungszeichen unerklärliche Emotionen, ein Gefühl von unaushaltbarer Leere oder sowas, muss man nicht immer nur mit Erlebnissen, Traumata, emotionalen Verletzungen und ähnliches aus der Kindheit
in Zusammenhang bringen. Sondern gibt es noch so eine Art tiefere Schicht, sagen wir mal so eine Art von Urverletzung. Und die möchte ich mal heute so ausdrücken, die Urverletzung, sich selbst von der göttlichen Quelle abgeschnitten zu haben. Das kann glücklicherweise, wenn das Emotionalsystem noch einigermaßen bei einem funktioniert, Verzweiflung auslösen, Verlassenheitsgefühle, das Gefühl, auf dem falschen Planeten zu sein, Trauer, dieser Trauer, warum das Heiligste, was ich jemals erfahren durfte. Warum hat es mich verlassen? Das Geliebteste, warum hat es mich verlassen? Trauer, 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 Trauer. Man kann die Frage gern umdrehen, warum habe ich es verlassen? Warum habe ich es verlassen? Und diese Erinnerung, dass das Abschneiden von der göttlichen Kraft nie wirklich geschehen ist, dass das nie wirklich möglich ist, ist aus meiner Erfahrung heraus kein mentaler Vorgang, sondern ein energetischer Vorgang. Und das ist sehr wohl möglich, auch in der Einzelsitzung zu helfen, dass das wieder direkt zu einem darf, dass man damit verbunden ist und sich auch als das erkennt oder fühlt. Und ich kann auch aus vielen Sitzungen berichten und von mir selber, bleiben wir mal bei unserem Beispiel Wut, Corinna, ist auch schon unser. Ich hatte auch Momente, wo wirklich mit mir selber gearbeitet und da war, kam kein Ergebnis. Dieses Leben nicht, voriges Leben nicht, gar nichts und so. Und ich wollte ursächlich da irgendwas befreien, dass die Wut sich befreien kann. Und dann kam so eine leise Stimme, so ein leises Wirren. Ich sagte, da ist eine ganz, ganz, ganz kleine Schicht freiwillig vor dem Heiligen, vor der Liebe so eine Trennung gemacht worden ist. Und in dem Moment, in dem ich das gemerkt habe und es wieder zugelassen habe, keine Wut, keine Trauer, Verblüffung. Also noch nicht mal irgendwie Glückseligkeit und wunderbare Gefühle, eher so eine Erleichterung und Verblüffung so. Also Emotionen, Wut und so haben nicht nur so eine so klassische therapeutische Hintergründe. Traumatische Erlebnisse in der Kindheit und so weiter und so fort. Sondern es kann auch die Seele mitbringen. Kann immer wieder zuschlagen. Das wollte jetzt einfach auch nochmal gesprochen werden, so wenn ich mich immer mehr einlasse auf die Seelen, die hier teilnehmen und später teilnehmen im Sinne von, dass sie sich das Video anschauen. Die Und Amina schreibt nochmal, ja, oder? die 10 Minuten sind rum. Amina schreibt, meine Ex-Freundin rief mich vorhin kurz an und nach deinen Worten kam Körperzittern und Wutwellen durch den Körper, wo sich das normalerweise eher nicht ausdrückt bei mir. Ah, okay, jetzt glaube ich, habe ich es verstanden. Die Freundin hat dich angerufen und der Anruf hat es ausgelöst. Okay, und sonst tut das nicht. Habe ich es richtig verstanden? Ich lese nochmal vor. Ja. Also Amina schreibt, meine Ex-Freundin rief mich vorhin kurz an und nach Ja. deinen Worten, also nach deinen, kam Ja. Körperzittern und Wutwellen durch den Körper, wo sich das normalerweise eher nicht ausdrückt bei mir. Das löst bei mir jetzt freudiges Zittern aus. Ja. Super, ja. Und ich kann nur sagen, yes. Also
Oh, endlich. Ich weiß nicht, kennt ihr das nicht auch manchmal? Man sieht irgendwie Kinder spielen und schreien und hüpfen und weinen und lachen. Und im fortgeschrittenen Alter kommt dann manchmal der Gedanke, was ist aus mir geworden? Früher war ich auch noch so, ich konnte sogar noch bis ins 30., 40. Lebensjahr retten. Aber dann nichts geht mehr so richtig an mich ran und so. Es ist jederzeit möglich, ja. Also lasst uns wieder zittern und wütend werden und yes und so weiter und so fort. Ne? Das ist nicht spiritual incorrect, political incorrect. Nein. Das, wenn was Wahres ist, ich spreche jetzt mal zu denen, bei denen Erwachen so in der Brio ganz oben steht. Ich sage jetzt wirklich, falls. Ich möchte nicht sagen, dass es meine Haltung zu dem ganzen Thema ist. Ich sage jetzt mal nur, angenommen, falls es so ist, dass die Wahrscheinlichkeit für Erwachensmomente steigt, wenn das gesamte Nervensystem, die Energetik, die Emotionen frei sein dürfen, weil dann überhaupt erst ein Level von Loslassen möglich ist, dann kann es spirituell nicht inkorrekt sein, sondern es muss eingeladen sein, wenn endlich wieder der Punk abgeht, wenn hier wirklich alles rumvibrieren darf. Und deswegen danke, Amina. Yes, so ist es. Und bei den Menschen, bei denen nicht Erwachen an erster Prio steht, sondern vielleicht ich möchte einfach nur ein zufriedenes und glückliches Leben haben, kann man das auch sagen. Immer dann, wenn die Natürlichkeit des Menschseins und dort haben Nervenschwingungen, Emotionen, feinste Bewusstseinsschwingungen, das helle, strahlende, göttliche Licht und was es da noch alles gibt, alle ihren Platz und stehen ständig in Feedbackschleifen miteinander. Dann kommt Wohlbefinden und früher oder später auch Glück. Deswegen kann es nie verkehrt sein, raus aus der Starre zu kommen. Also vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Und dann darf ich dich vielleicht noch ganz neugierig fragen, Amina, und dieses Leerheitsgefühl, diese Empfindung, vielleicht ist ja das, was dann schwingen darf im Körperempfinden, schon die Eingangstür, dass das nämlich, wie gesagt, das würde ich bei dir tippen, das ist diese Art von Leere, die sich dir irgendwann als Fülle zeigen mag. Mag. Es gibt wirklich so eine schreckliche Leere und dann gibt es auch noch die No-Sing-Leere, also dieses weite Erkennen, dass das, was als dinghaft geglaubt war, in Wirklichkeit keine Substanz hat. Aber das, was du vorhin beschrieben hast und von Corinna transportiert worden ist, oder diese Art der Lehre, die darauf wartet, als Fülle entdeckt worden, entdeckt werden zu werden. Aus meiner jetzigen Sicht im direkten 1-zu-1-Kontakt könnte man das noch sehr deutlicher angehen.
Amina schreibt, es zittert einfach durch, wenn ich immer wieder nach innen spüre. Das klingt einfach wirklich toll. Danke, danke, danke. Und schreibt weiter, dass ich gerade nicht so auf die Lehre fixiert bin und keine Antwort geben kann. Super, dann entschuldige ich mich fast, dass ich gefragt habe. Genau, also streich die Frage wieder. Es ergibt sich von alleine, ja. Super. Ja, also zu dem Thema mit dieser subtilen Unterdrückung, die so subtil ist, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt, unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Habe jetzt schon drei Beispiele genannt. Im Körper was halten, Schultern zum Beispiel, den Körper als Ganzes, das war das erste Beispiel, dann dieser Glaube, den Geist irgendwie anhalten zu müssen.
Dann gibt es auch noch Leute, die einem beibringen, wie man das macht, weil da gibt es schon Möglichkeiten. Ich hatte, wenn so lange keine Fragen stellt, kann ich mal Geschichten erzählen, oder? Ich hatte mal Kontakt mit Leuten auf der Suche nach einem Seminarhaus. Da wollten wir ganz einfache Dinge besprechen. Wie viel Zimmer habt ihr? Müssen wir das Geld einsammeln für die von den Teilnehmern oder macht ihr das, wenn es um die Unterkunft geht und was man halt so organisatorisch alles so bespricht? Und keiner von den Leuten konnte mit uns das richtig reden und dann haben wir so gefragt, so, soll man ein anderes Mal wiederkommen? Habe ich irgendwie auf den falschen Fuß erwischt oder so? Nee, nee, sie würden nur jetzt eine Woche lang jeden Tag eine Stunde Gedanken anhalten, geübt haben. Und deswegen, das würden sie mehrmals machen und das fühlt sich ganz toll an, keine Gedanken mehr. Aber manchmal haben wir schon den Eindruck, dass unser IQ immer mehr sinkt und wir können eigentlich gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das ist, weiß ich nicht. Ja. Es gibt so Momente, dass wenn man so eine Entgrenzung erfährt, wer Meditation mag, in einer guten Meditation, wo dann dieser rationale Verstand, dieser Verstand nicht mehr so richtig funktioniert und dann ja, kann man so eine Zwischenphase entstehen, mal so ein bisschen Baller und was weiß ich und so. Das meine ich nicht. So Dinge passieren halt, ne? Weil ich meine wirklich dieses, dass man durch permanente mentale Gewalt, anders kann ich es nicht ausdrücken, versucht, hier irgendwie den Ausknopf zu drücken. Das kann ist dauerhaft ungünstige Wirkungen haben. Ich habe mal einen ganz tollen Vergleich von einem Satsang-Lehrer gehört. Das ist, als ob du merkst, dass dein Computer spinnt, weil ein Virus drauf ist. Und dann empfiehlt dir einfacher, schalt deinen Computer aus und dann wirkt der Virus nicht mehr. Und das stimmt, ja. Und du kannst auch deinen Computer nicht mehr benutzen. Trick ist, Virenscanner drüber laufen zu lassen. Das war das zweite Beispiel, das ich genannt habe. Und das dritte Beispiel war von wegen subtiler Unterdrückung das Göttliche, die Liebe, das Wahrhaftige, was immer in uns schwingen mag, subtil auf Abstand zu haben. Und jetzt nehme ich ein viertes Beispiel. Eine Zurückhaltung nach außen zu gehen, sich nach außen zu geben, als ganzes Wesen. Und das heißt, dass man einfach auch mal eine Bitte oder eine Frage oder sowas hier einfach zum Ausdruck bringt oder vor sich selber. Es kann man, manche Leute, sehr fühlige Leute merken, dass dann richtig das wie vom Herzen ungefähr in dem Abstand so ein Block ist. Ja, also ich gebe. Obwohl ich weiß, dass ich ein individuelles Wesen bin und es wichtig ist, dass jeder seine Individualität in die Welt duftet, in die Welt schwingt. Trotz allem mache ich hier Schluss. Das ist auch die Einladung. Lasst es einfach zu. Es darf raus, es darf raus. Es darf uns alle überschwemmen. Wir dürfen uns gegenseitig alle überschwemmen mit dem, was wir sind, als das, was wir sind. Und gemeinsam das sein, was wir sind. Zurückhaltung kann so subtile Unterdrückung sein, dass man sagt, ich halte nichts zurück. Ich halte gar nichts zurück. Aber in Wirklichkeit ist permanent Zurückhaltung Zurückhaltung. Ich glaube, auf Zoom kam was, oder?
Antje fragt, kannst du eine kurze energetische Heilung für uns machen oder ist das nicht der richtige Rahmen dafür? Schauen wir mal. Also erstmal danke für die Frage. Doch, es ist möglich und für alle, die davon nichts halten, es vielleicht eventuell als zu invasiv oder einfach nur als Quatsch empfinden, kein Problem. Es kann so passieren, dass nur die mitschwingen können, wo auch das Herz danach ruft. Und ich habe das also aufgenommen, würde aber vorschlagen, dass wir trotz allem ja, nochmal ein Minütchen Zeit haben und wenn Fragen sind, dem Vorrang kurz zu geben. Die Amina hatte noch was geschrieben, das könnte ich vielleicht vorlesen. Es fühlt sich energetisch weiter an. Jetzt weiß ich, warum ich die Lehre doof fand, wegen der Wut darunter. Danke sehr. Danke dir. Nicht nur, dass du deine Eingangsfrage gestellt hast, sondern dass du auch mitgemacht hast, dass du meine Einladung, nicht nur die Worte zu hören, sondern auch die Schwingung, dass du da mitgemacht hast. Und ruckzuck darf sich ein bisschen was drehen. Schön. Ich mag es ehrlich gesagt immer. Ich sehe eben seine eigene Sache, aber so ticke ich halt, wenn es nicht nur ein Austausch zwischen Köpfen ist. Wenn unsere ganzen Wesen mitschwingen dürfen im Austausch. Ja, also Antjes Impuls fängt sich an, von ganz alleine umzusetzen. Und es geht alles parallel. Also wer jetzt noch spontan was schreiben will, was fragen will, nur zu. Und gleichzeitig ein sanfter, energetischer Heilraum. Ja, einladen. Das geht nicht von mir aus. Ne? Als ich, als kleines Körper, als kleiner Körper. Und es kann multidimensional sein, also gleichzeitig. Also halt du dich auch nicht zurück, wenn jemand was schreibt.
Oh, das war jetzt mal so ein erster Schritt für die Körpersysteme und die Energiefelder um die Körpersysteme, dass da mehr Balance sich einstellen darf. Die Feinfühligen unter euch dürften das mitkriegen. Es kamen starke Signale von, wir sind offen, von vielen. Und jetzt dieses Angebundensein, die unpersönlichen Aspekte von uns, dass die auch erhellen dürfen, dass die strahlen dürfen, dass das Unpersönliche und das Persönliche im Wechsel, im Ausgleich steht, in Kommunikation steht. Kollektive, ganzen Ich-Du-Themen, ich und die Gesellschaft, so wie es unsere Seele will, dass das ausgeglichen sein darf. Und dann Raum- und zeitlose Aspekte, absolute Liebe, absolutes Bewusstsein. Und da gibt es noch viele, viele, viele andere Dinge. Ist das wie so ein nahtloses Ganzes ist, ein großes Ganzes, bis zum Seinsurgrund. Der kein Objekt ist und auch das Ganze ist. Das Ganze ist gar nicht das Ganze. Es gibt kein Ganzes. Ach, das sind jetzt nur so ein paar Worte hinten dran. Wer mag, kann das mal wirken lassen. Es kann sein, dass die Feinfühligen jetzt ein bisschen was Feines, Wohltuendes spüren. Ich möchte nochmal mitteilen, es ist hier keine Energieübertragung. Ich gebe nicht irgendwas, sondern es ist nur so eine Art von Vibration, die erinnert und einlädt, es selbst zu sein. Keine Energieübertragung von hier hoch aus, sondern wie eine Stimmgabel, die schwingt und die anderen können mitschwingen, wenn sie wollen. Kein manipulativer Eingriff, gar nichts in der Richtung, das gibt es bei mir nicht. Dann sich noch als Weltenbürgerin wieder zu fühlen im tiefsten des Herzens, sich als Weltenbürger zu fühlen. Und sich als Weltenallbürgerin und Weltenallbürger wieder wahrzunehmen und zu fühlen. So, als ob die Intuition in uns sagt, so war es mal gedacht, dass wir uns nie irgendwo wirklich als Fremde fühlen müssen. Nicht im Haus des Nachbarn, nicht in der nächsten Stadt, nicht im nächsten Bundesland, nicht in China und noch nicht mal ein paar hundert Lichtjahre entfernt bei den XYZ-Leuten, die da vielleicht leben, sondern diese Schwingung aufnehmen. Du bist in diese Welt gekommen, fühl dich auch deswegen dort zu Hause. Überall, überall, überall. Egal, ob du tatsächlich dahin reist oder den Rest deines Lebens an einer Stelle verbringst. Und das kann was sehr, sehr Entspannendes haben, wenn das wieder sein darf. Ich brauche mich nicht fremd fühlen. Und zu guter Letzt
Die pure Jesus-Essenz erinnern, schwingen lassen, sich übernehmen lassen davon. Nicht von dem historischen Mensch gesprochen, nicht von der Mystik darüber, noch nicht mal vom Bewusstsein, viel direkter. Nimm die Essenz auf. Nimm die Essenz auf. Wer Heilung, Interesse, die Frage war nach Heilung. Nimm Jesus Essenz auf, dass du verwandelt werden kannst. So viel zur Bitte von Antje. Wir haben noch eine Viertelstunde. Also gerne noch, wenn überhaupt noch jetzt Bedarf danach ist. Auf Zoom ist, glaube ich, was gekommen, ne? Das wird ja sogar mir angezeigt. Ja. Ja, also Petra und Antje schreiben herzlichen Dank und danke. Gerne, gerne, gerne. Ja, ich hatte letzten Samstag mal wieder nach längerer Zeit angefangen, Gruppen-Events anzubieten. Und da hatten wir gestartet mit einem Heilabend. Das war so ein bisschen wie jetzt, aber eben intensiver und länger. Und das werde ich jetzt öfter machen. Vielleicht auch mal Devaseto fragen, was in den gelben Kasten stellt. Wer sowas für sowas Interesse hat. Und jeder ist frei. Also wer das sowas Quatsch findet, alles bestens. Wer sagt, wer spürt, danach habe ich gesucht, willkommen.
Also diese Zurückhaltung, was ich glaube ich als viertes Beispiel von subtiler Unterdrückung genannt habe. Vielleicht kann das jetzt die eine oder der andere ein bisschen spüren. Da löst sich ein bisschen was. Man merkt es dann, dass so ein komischer Druck auch im Brustbereich oder so, dass das ein bisschen nachlässt und es sich nach außen geben, sich der Welt zu verschenken. Muss nicht laut und wild sein. Kann, muss aber nicht. Es kann auch sehr feines, so, glaube ich, wahrzunehmen. Ich darf hier sein. Es darf hier sein. Es darf sich verströmen. All diese dieses Unterdrücken, was wir gerade in der Kindheit, jetzt sei doch mal still, jetzt geh in die Ecke, sei mucksmäuschenstill. Diese Verdichtung hier löst sich gerade bei einigen ein bisschen. Und Raum nehmen, Raum nehmen, Raum nehmen. Selbst wenn man gerade Wut hat. Ich habe einen guten Bekannten, der hat es mal sehr schön gesagt. Der hat gesagt, mir machen Menschen Angst, die Wut haben. Ich spüre die Wut in meiner Feinfühligkeit, aber sie drücken sie nicht aus. Wenn mir jemand begegnet, der wütend ist und rumpoltert und alles Scheiße hier und so. Wo dann andere sagen, Mann, kann der sich nicht mal zusammenreißen, dann kann ich entspannen, weil das ist für mich authentisch. Ich spüre seine innere Wut, ich sehe seinen Ausdruck und das passt zusammen. Aber wenn nur die innere Wut da ist und nicht der Ausdruck, dann war mir so, wenn das mal so richtig explodiert, da möchte ich nicht in der Nähe sein. Aber bei dem anderen, da lebt schon. Also was ich sagen möchte ist, für viele, viele Mitmenschen, wer weiß, vielleicht sogar für einen Großteil der Mitmenschen ist es eher angenehm, wenn man sich energetisch Raum nimmt, wenn man sich ausdrückt. Die eher stilleren unter uns, nur durch die feine Schwingung, und die in Anführungszeichen durch Tun und Machen. Also, let's give it a try. Ja. Sich rausgeben, sich rausgeben, sich rausgeben. Man kann in das eine oder andere Fettnäpfchen treten, klar. Aber bei vielen will da was raus. Die Amina schreibt, Dankeschön vielmals. Und Parinit schreibt, diese Präsenz ist so erholsam. Danke auch. Ich finde es ja auch total erholsam. Ja. Das kann man sich wirklich öfters gönnen. Das ist diese, also es kommt durch viele Sachen und ich muss jetzt nicht einen auch Erklärungen machen und so, aber ich darf es nochmal so sagen. Wenn nicht nur Körper Körper sein darf und nach Bewusstsein streben, Bewusstsein sein darf, sondern alles, was Mensch sein und Gott sein auch noch in sich birgt. Diese ganzen feinen Zwischenwelten und Nuancen bis hin zu der Welt, in der nichts ist. Dann löst das aus dem Ich gesehen heraus Wohltun, Entspannung aus. Und wenn es tiefer geht, feine Freude. Und mich dünkt, dass das mal vom Schöpfer eigentlich als der Zustand gedacht war, den wir Menschen uns gönnen sollen. So nach dem Motto,
Wenn ich euch schon hierher geschickt habe, dann lasst es euch wenigstens so gut gehen. Diese Präsenz ist in uns allen fest eingebaut. Und auch die Schalter, falls sie mal nicht so spürbar ist, die sind auch da. Gehört zum Grundaufbau des Menschen, nach meiner Erforschung zumindest. Ja, dieses sich Raum geben, das ist in meinem Kopf irgendwie untrennbar verbunden mit sich über andere stellen und das darf man nicht. Genau. Ich denke, da bin ich nicht die Einzige. Nee, auf Ich keinen Fall. Also ich kann mich gern mit dazu nehmen. Und es sind aber zwei verschiedene paar Sachen. Sie sind uns aber als ein und dasselbe verkauft worden. Sich Raum nehmen wird bei vielen sofort verstanden als Ellbogenmensch zu sein oder sowas. Oder wie du sagst, auch noch sich über jemanden zu stellen. Und es gibt diese unangenehme Form von sich Raum nehmen. Und da finde ich es persönlich ehrlich gesagt schon gut, dass es sowas wie gesellschaftliche Vereinbarung gibt. Privatsphäre, ich dringe nicht in deine Privatsphäre ein. Ich bin nicht herablassend dir gegenüber. Ich bin nicht gewaltsam dir gegenüber und so weiter und so fort. Übrigens. Das mögen vor allen Dingen Leute im öffentlichen Leben. Ich öffentlich nehme ganz besonders gut. Frag mal die verschiedenen Schauspieler, die können es nicht leiden, wenn die Reporter meinen, sie müssten in deren Mülltonnen wühlen, um dann irgendwelche reißerischen Artikel darüber zu schreiben oder so. Aber das, was wir vorhin kurz erlebt haben, einige von uns, und wovon ich spreche, ist ein energetisches Raumnehmen. Und es schadet niemandem. Es kann zu Anfang ungewohnt sein, für Leute, die nicht sehr spürig sind, plötzlich den Nachbarn nicht nur zu sehen, sondern zu spüren. Das kann zu Anfang unangenehm sein. Aber in Wirklichkeit fängt dort sozialer Austausch an. Und meine Erfahrung ist auch, wenn wir das mehr zulassen, dann sind wir auch weniger anfällig, in so komische Verhakungen von Beziehungen zu gehen, also Beziehungen zu verwechseln mit gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnissen. Dann kann ganz Individuum, Individuum treffen und Liebe ausgetauscht werden, ohne sich in der persönlichen Ebene zu verfangen. Wenn aber dieses den anderen nicht spüren, entweder weil man seine Empfangsseite abgeschottet hat oder der oder diejenige sich nicht richtig nach außen gibt, entsteht im ganz uralten Säugetier Nervensystem eine Irritation und dann versucht man, Ersatzungsmann. Wie geht's dir denn? Kannst du mir erzählen? Was hast du die letzte Woche erlebt? Erzähl mir dieses und lass uns zusammen das machen und so. Aber eigentlich wollte ich nur den anderen in seinen Schwingungen endlich spüren. Und sobald es befriedigt ist, interessiert mich ein Scheißdreck, was der letzte Woche gemacht hat. Ich habe ihn bereits erfahren. Ja? So, und das wäre schön, wenn es das gelänge. Also, das ist, danke, dass du es gesagt hast, Corinna, aber das sind eben zwei verschiedene Paar Sachen. Es braucht eine Weile, bis sich das im Hirn so auseinander dividiert hat. Diese unangenehme Form von Raum nehmen, die aber, sagen wir mal so, diese grobstoffliche Art, ja. Und die ich meine, das ist eine feine energetische Sache. Du dehnst dich aus wieder so, wie es eigentlich gedacht ist, dass wir uns schön alle miteinander gegenseitig austauschen können auf energetischer Ebene. Und das kann ich vielleicht auch noch sagen, zu Anfang kann es auch ein bisschen unangenehm sein, wenn man das in sich zulässt, weil du fühlst dich nicht mehr so kompakt. Und es gibt Leute, die brauchen das als Ich-Identifikation. Hier bin ich, wenn sie es kompakt fühlen. Aber auch da, wenn man es nicht mit dem Holzhammer macht, sondern nach und nach, dann kann da das ganze Nervensystem, was da alles konditioniert ist, nachrücken. Und dann liebt man es,
in Anführungszeichen ein Nichts zu sein, ja. Das gibt dann eine ganz andere Art von Identität. Oder man gewinnt seine ursprüngliche wieder zurück, wie immer man es ausdrücken will. Vielleicht noch ein paar Worte zu den leisen, zu den zarten Seelen unter uns, zu den Introvertierten, wobei das ja auch ein Stempel ist. Die Einladung an sich selbst, sich nach außen zu geben, heißt nicht über seine Grenzen gehen und Verhaltensweisen zu kopieren, die gar nicht zu einem passen, wie laut durch die Straßen zu rennen oder so. Das kann scheinbar völlig unbemerkt passieren. Lässt einfach deinen Glanz mehr nach außen dringen. Du empfindest dich selbst als schüchtern? Kein Problem. Schüchternheit kann bleiben. Und der Glanz darf glänzen. In der Gruppe hältst du dich eher gern zurück, lässt erstmal die anderen sprechen, kein Problem. Aber du kannst dich weiten und glänzen. So in die Richtung ist es gemeint. Nicht jeder muss das in, hier bin ich, endlich zeige ich mich, sowas nicht gemeint. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Gut. Dann würde ich sagen, vielleicht noch die letzte Chance, noch kurz was zu tippen oder so. Und ansonsten kommen wir langsam zum Ende. Ja, die Swantje schreibt im Chat: Vielen Dank, Markus, für diesen Live-Chat und die schöne Energie heute. Und da schließe ich mich an. Und da ihr beiden euch gerade anschließt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, unten nochmal mich herzlich bei euch vom JetzTV-Team zu bedanken, dass ihr uns diese Plattform gebt. Da möchte ich mich auch anschließen. Es ist toll, dass das angeboten wird. Also danke. Und dass ihr da alle mitarbeitet. Also ja, danke. Und dann Markus natürlich. Und dann lieber Sedel, nochmal explizit. Danke. Genau. Also wer Interesse an dieser Art von Arbeit hat, kontaktiert mich gerne. Und ansonsten vielen, vielen Dank für heute Abend. Alles Gute und bis bald.